Oh, geil, ey. Lol. Ey, willst du mich komplett verarschen? Das ist ja eine 100% Troll-Map, ey. Aus dem Bett den Partner beim Kacken zu gucken kann. Ein wunderschöner Kunde, meine Tat, das geil, dass ihr wieder einschaltet zu einer richtig geilen Runde geht er heute. Level LP, Digga. LP mit Kev, wo ist er? Level LP 4. Desafio Emerson, da, Pagina mit Deko, ein wunderschön. Pagina. Aha. Komischer Vogel, Muchachos. Bisschen polieren, herzlichen Bon Hallo. Ich wünsche Ihnen einen guten Rice, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit, guten Dienst, guten Feierabend, guten Dusch, guten Rauch. Okay. Oh. Bums und guten Hallo. Oh. Digga, ich dachte gerade schon hier, ne? Mit Go-Kart jetzt. Aber mit Go-Kart wäre aber lustig gewesen. Einen Punkt mit Go-Kart hätte ich gemacht. Wir haben hier eine 15 Minuten nein. Pro-Challenge. Okay, oben der obere Container schon mal. 15 Minuten Pro-Challenge? 15 Minuten? Yes, baby. Okay. Obere okay, ist gut, ja, dankeschön. Die Frage ist halt, ob der untere auch geht. Aber warum sollst du unten fahren? Bleib doch gleich oben, Brudi. Einfach mal hinkommt. Mach doch einfach so, Brudi. Irgendwelche Hindernisse auf der Spirale nach oben? Nee, Weitsprung. Keine Ahnung, wo ich lande. Holy. Bisher sollte man. Ja, ein Weitsprung. Vielleicht ein bisschen zu weit. Oh, Gunball. Also, du musst nicht todesweit springen. Wohin? Ja, was mache ich? Ja. Nein. Oh, hier ist der Punkt. Alter Schwede, Mann. Okay, hi, Deko. Nein! Oh, geil, ey. Ich hab mich schon so gefragt. Ey, Digga, das war doch so unverdient, Alter. Was kann da wohl noch passieren? Bestimmt nichts. Ey, Digga, einfach nur, weil ich besser war als du, hab ich verkackt. Ja, weil du besser warst. Ja, ich war besser, hab mehr Speed mitgenommen. Hey. Manchmal ist das nicht immer besser, mehr Speed zu haben, ja? Also, ich bitte dich. Please, weil ich hätte doch einfach langsam fahren sollen. Ich dachte mir so, nein, ich springe auch. Ciao. Aber ey, sei ein Mann und spring wieder. Los. Be a man. Willst du noch länger warten, links fahren. Du musst nur ganz links fahren. Okay, ich fahr ganz links. Und, kann ich dich hier wegäugern? Lol. Wir wollten ja heute über ein bisschen Kaki sprechen, oder? Ein bisschen Toilette. Kaki? Toilette Kaki. Kaki mache leid. Wie war eigentlich Digga. In Portugal deine Luxushotel-Toilette? War die nice? War ganz geil, aber war ein normales Klo wie in Deutschland. Allerdings. Nichts Außergewöhnliches? Eigentlich war alles. Oh. Toilettenpapier, wie viel? Wie viel lag ich? War normal. Also ich würde nicht sagen, dass es 4- oder 5-lagig war, aber es war auch nicht einlagig. Was heißt normal? Also 3-lagig halt, ne? Okay, 3. Okay. Ja. 3-lagig würde ich sagen. Und das Klo war auch ganz normal. Es war auch nicht, wie es ja in vielen Hotels ist, auf dem Klo, dass du irgendwie aufs Klo gucken kannst. War bei dir auch, glaube ich, ne? Dass ich aufs Klo gucken immer, kann? Achso. Ja, dass du quasi aus dem Bett quasi beim Kacken zu gucken kannst. Das war so ein Ding in Vietnam, das kannte ich vorher so auch noch nicht. Ich kenne das aus Arabien. Ah, aber warum ist das da so? Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht einfach nur in Hotels für reiche Leute so ist. Weiß nicht, ob vielleicht einfach nur viele reiche Leute irgendwie so ein... Weißt du, dann holst du so eine Dame aufs Zimmer und dann kannst du da am Kacken mal zu gucken. Ja, man bezahlt ja auch schon für die ganze Show, ne? Ja, genau. Also, du zahlst ja keine halben Sachen das ganze hier. Also so ist ja gar nicht. Es macht ja einfach komplett keinen Sinn. Warum soll man den Scheiß so bauen, dass man... Also ich erkläre das aus jetzt dem mal für die Bett dem Partner beim Kacken zugucken kann. Warum? Also, ihr geht ins Hotelzimmer. Ihr habt ganz normal ein Badezimmer und ihr habt da einfach ein Zimmer, wo das Bett drin steht. Und dann kann man wirklich vom Bett... Ja, man kann vom Bett einfach an die Wand schauen, wo normalerweise das Badezimmer dann ist oder wo das Badezimmer ist. Und die haben da wirklich einfach eine Glasscheibe eingebaut. Ich glaube nicht das Fenster. Eine Glasscheibe? Zum Durchgucken, ne? Wo man durchschauen kann. Und ich dachte, das wäre jetzt so mega ultra Hightech.
Das kennt man ja auch irgendwie so aus so Luxushotels. Du kannst du von dass du dann Seite so ein, dass du dann so einen Schalter hast, wo du dann aus Normalglas Milchglas machst. Und da dachte ich auch schon so, Fernsehdinger. Ja, also das ist schon ziemlich geil, muss man dazu sagen, oder? Wenn das so wäre, dann wäre das ganz cool, ja. Also, aber ist es ja LOL. Nicht. Ich wurde richtig hart weggejodelt, oder? Also das war halt nicht so. Nein, es war leider nicht so. Und dann konnte man da einfach mit einer Jalousie das zumachen. Bei der Dusche. Also in Arabien konnte man es gar nicht zumachen. Man konnte es nicht mal zumachen? Dein Ernst? Ich war da ja mit meinem Bruder, ne? Mein Vater uns ist ja mal, der war ja in Kuwait. Da sind wir mal ein Wochenende auf diese Palmeninsel. Oh ja, ja. Da ist da ganz hinten drauf ist so ein riesen Hotel mit so einem Wasserpark. Im eigenen. Ist relativ bekannt. Ja. Also schon ein teurer Schuppen. Und da waren wir halt 2 Tage am Wochenende. Und hab mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt. Und du konntest halt deinem Bruder über den Kappen zu gucken. Aber man konnte es wirklich. Es war nicht, es gab keine Jalousie, es gab keinen Knopf, es gab kein gar nichts. Es war einfach nur ein Fenster in der Wand. Ey, lol. Und Schlafzimmer. Okay, richtig, das finde ich random. Richtig. Ich find's allgemein random. Also warum? Wozu? Wie? Wozu soll da einfach ein Loch in deinem Badezimmer sein? Ja. Was hat dann, das. In welcher also, Situation soll das nutzen? Ja, falls. Also vielleicht, wenn du beim Duschen Partner, zugucken kannst. Aber nee. Ja, also man kann ja, also wie gesagt, man schaut den Leuten ja nicht nur beim auf die Toilette gehen zu, sondern auch beim Duschen. Ne? Also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. In beides kann man dann meistens reinschauen. Aber vielleicht braucht man das, falls man jemanden hat, der vielleicht krank ist oder so und der vielleicht. Vielleicht schon 80. Der die ganze Zeit kontrolliert werden muss, weißt du? Dann sagt man hier, du kannst zwar auf Scheiß ausgehen, aber mach mal das Fenster auf, so dass ich gucken kann, ob es dir gut geht beim Duschen. Weißt du, so, dass du so einen gesundheitlichen Aspekt hat, weißt du? Ja, ist trotzdem. Ey, blöd, willst du mich komplett verarschen? Wirklich? Das ist ja eine 100% Troll-Map, ey. Ich fahr in jeden verfickten Troll rein hier. Ja, Trolls hier? Ja, hast du nicht mitbekommen? Wo denn? Das hier ist es gerade ein Troll, Alter. Also, ich sag jetzt mal meine letzten 3 Tries. Erster Try, ich fahr gegen was so eine unsichtbare. Ich bin noch 1 Punkt davor. Erster Try. Ja? Erster Try, ich fahre gegen so eine unsichtbare Rampe. Ciao. Zweiter Try, ich fahre gegen diese Wand, boom, prall ab und fall nicht auf die Plattform, sondern daneben. Anderer Try, denke ich mir so, ja, nehme ich doch einfach die andere Seite. Andere Seite, alles zugesperrt, alles voller Rampen. Kann ich auch nicht lang. Nein! Okay, ich hätte null zugehört. Ich habe gar keinen Plan, wo du gerade bist. Viele Trolls hier. Viele Trolls und ich hoffe, ich bin jetzt drin. Ja. Oh ja, oh, finally. Oh, bitte, ja. Nein, ey, los. Digga, dieser Scheißbus stellt sich jedes Mal immer wieder auf, Alter. Endlich, ey. Dass du nirgendwo reingefahren bist, finde ich schon frech jetzt. Sehr frech. Also, aber ich muss ja kurze Frage nochmal an euch, Muchachos. Woran kann es liegen? Ist das einfach so ein Erotik-Ding? Vielleicht haben wir irgendwelche Hotelangestellten dabei, die. Genau, erleuchtet uns bitte. Dankeschön. Warum haben wir da sowas drin? Also, ich finde es nicht schlimm. Wenn man jetzt irgendwie in einer neuen Beziehung ist, dann muss man den Partner jetzt nicht unbedingt in den ersten 2 Wochen mal auf ein Scheißhaus begegnen, ne? Ich muss auch in der langjährigen Beziehung meinen Partner nicht beim Scheißhaus suchen. Nee, Scheißhaus auf gar keinen Fall. Scheißhaus also, auf gar keinen Fall. Duschen, kein Thema. Aber auf Klo geht er da. Also ich will erstmal auch alleine sein, aber ich will auch nicht zugucken. Warte mal, ganz davon abgesehen, dass ich auch nicht zugucken werden will, aber meine Ruhe haben, wenn ich kacke oder was auch immer. Oh, musst du dich seitlich drehen, damit du durchpasst? Du musst dich seitlich drehen, ja. Aber bis jetzt, shit. Ich drehe mich seitlich, ich lande auf der Seite und die Karre stellt sich dann jedes Mal wieder auf. Aber kannst du irgendwie eine Taste drücken, dass das nicht passiert? Ist dann zum ersten Mal nicht aufgestellt, oder? Ja, weiß aber nicht, ob ich drauf komme. Nein, los, dreh dich, nein! Ich schaff's, endlich! Digga, das hat aber auch jetzt irgendwie 15 Tries gebraucht oder so. Krass. Fuck. Okay. Oh fuck. Bitte dreh dich. Fuck! Nein, nicht raus, bitte, nicht raus, bitte. Nicht raus. Noch einen! Nicht raus! Ja! Ja, Baby! Ja! Woo. Oh! Okay, ich hab's auch. Second try jetzt, also. Oh. Oh, komm ich noch hoch! Oh! Oh, 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 oh! Oh! Ja! Ja, es geht auch ein bisschen weiter hier.
Da ist der Punkt endlich, ey. Nein, 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 ich hab ganz viele Speed nicht mitgekommen. Nein. Du brauchst die Speed, du brauchst alle Speed. Nein, man braucht sie nicht, aber man muss schon gerade abspringen. Alter! Digga, das war ein richtiges Rumgehen. Ich bin durch! Kommt mit? Ich nee. Aber so. Mit dem Bus scheiß. Okay, ja, wie gesagt. Wallride. Mit X21. Also bei mir ist er die ganze Zeit auf der Seite. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ich bin aber jedes Mal, ich bin gelandet auf der Seite und jedes Mal so gekippelt, dass er wieder aufgestellt ist. Okay, bei mir null, nur dann an den Wallride so dran zu kommen. Das ist nochmal was anderes. Das habe ich. Also, es hat einmal funktioniert, dass ich nicht aufgestanden bin. Und da war ich sofort am Wallride. Okay. Also irgendwas so falsch. Digga, du hast einfach todes viel Glück, ey. Ja! Weil ich dafür 63 Schweiß gebraucht habe, todes viel. Ah, du kannst das so steuern mit Num 5 und Num 8. Ah, okay. Oh, ja, ich bin durch, 10 Minuten. War das eine 10 Minuten Challenge? Aber das war ja gar kein Wallride eigentlich, ne? Challenge, oder? War das irgendwie ein Wallride Challenge jetzt, oder? Oh. Also es ist, es ist ein bisschen Wallride. Okay, ich glaube jetzt, wo ich weiß, wie man die Scheiße hier steuert, glaube ich, sollte es eigentlich recht easy sein. Wenn man weiß, wie es geht, ist einfach. War das ein Fake-Punkt? Nach oben. Zing-Gamer. Oh! Versuche dir ein Game zu kommen gerade. Also, unter das Ding durchfahren ist nicht das Problem. Alles, was danach kommt, ist mein Problem. Mein einziges Problem war, aus den Lügen zu kommen. Alles, was danach kam, war First Try. Hör dich mal nicht so an, Junge! Ja, das dauert hier ein bisschen, ne? Man rutscht da ja auch mit 2 km/h runter. Ja. Aber nach dem Rutschen ist wirklich alles First Try. Speed! Bleib oben. Los, fahr nach oben, du Lappen! Ah, jetzt. Jetzt hab ich mehr Kontrolle. Ja. Nee, jetzt hab ich doch keine Kontrolle, oder? Noch nach oben. Ja! Yeah. Okay, jetzt hab ich Kontrolle. Jetzt musst du einfach nur geradeaus. Oh, ja, Baby! Also, oh, das war wieder ein bisschen zu weit links. Oh, rette dich bitte. Nein, nicht zu weit. Marvin. Alter, war das knapp, ey. Okay, kommt da noch was? Oh, scheiße, da ist ja immer noch irgendwas. Sind, glaube ich, 4 oder 5 Sprünge. Nee, hab ich zu wenig Speed? Aber wenn du gerade abspringst, ist eigentlich alles. Oh! Alles gut machbar. Oh, bitte! Bitte! Just beat it! Oh, yeah, baby! Ciao! Ich hab mich an keinem Millimeter irgendwas bei dir gemacht, Alter. Easy. Okay, jetzt haben wir's, dann fahr rein, oder? Kommt da noch viel Scheiße, oder? Jetzt können noch ein paar Wolken zu. Ich fahr mal rein, das 30 Sekunden, kann man First Try schaffen. Mal schauen. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich das hier First Try hinkriege, ne? Alter, diese komischen Speeds hier auch überall. Warum? Warum sind da so viele Speeds? Damit's schwieriger ist. Und da ist das Ziel. Go! Endlosrasur. Ja, die Map war scheiße. Ja. Wobei, das mit dem Bus fand ich gar nicht so schlimm. Aber es war insgesamt schon ein bisschen langweilig. Okay, dann nächste, ne? Abfahrt. Hoffen wir mal, dass diese Map hier ein bisschen besser wird. Behaarter Lauch 5. Das ist übrigens auch Dekos Tinder-Name. Ja, will ja auch nicht rumlügen, ne? Also. Ja, 10 bis 20 Minuten. Gehen wir hin, oder? 10 bis 20 Minuten, easy, ich sag 5. Okay, also, nochmal kurz zusammenfassen. Portugal scheinen die Toiletten alle Billo zu sein, alle normal. Keine komischen Fenster zum Kaki machen. Normales Klopapier. Muss man in Portugal keinen Bus bauen. Ja. Das Klopapier in eine Mülltonne werfen oder kann man das mit in die Toilette werfen? Kannst du die Toilette schmeißen. Echt? Das geht? Ja. Also, das ist ja sogar auch ein ganz. Oh, warte mal. Oh, wo? Jetzt müssen wir hier. Waren die Koralle wahrscheinlich hier, ne? Okay, da hab ich. Ich glaube, was es in Portugal gibt, da waren relativ viele öffentliche Toiletten. Oh, okay, ja. Ich war auf keiner drauf, hätte ich gleich mal machen sollen, so zum Gucken, wie sauber das ist. Aber es waren in der Stadt, wo wir waren,
drei oder, also zwei oder drei öffentliche Toiletten. Die nichts gekostet haben? Nichts gekostet, das weiß ich. Das finde ich richtig, richtig gut. Weißt, wie gesagt, nicht, wie die innen drin aussahen, ob du da auf Klo gehen willst, aber... Ja. Es waren öffentliche Toiletten kostenlos. Lol, nächster Punkt ist übrigens schon das Ziel. Okay. What? What? Wirklich? What? Ja! Was zum Fick, guck mal! Okay, das finde ich jetzt sehr, sehr random, aber okay, wir halten das erstmal okay, so fest. Okay, dann kommt aber ein bisschen was, oder? Also ich hoffe natürlich, Alter, okay, ne? Ich hoffe. Man braucht ganz schön viel Speed. Deswegen ist hier auch ein Speed. Aber Bahata Lauf 5, ja? Komische Map. Fick mich! Das war auch richtig, richtig, richtig geil. Also in Vietnam hat man auch für alles Geld bezahlt. Für komplett alles. Also für alle Attraktionen, die man so besucht hat, so ähnlich wie in Germany nämlich auch, ne, dass man, okay, ja, dass man in irgendeinen halt Garten nur, geht. Ich frage mich halt, ob das für die Vietnamesen auch so ist. Oder ob das so ein Touristending ist. Ja, höchstwahrscheinlich ein Touristending, weil... Also ich kann schon verstehen, dass die Leute den Touristen auch schön... abmelken, ne? Natürlich. Also da wird richtig abgemolken. Was muss ich denn hier machen? Achso, ich bin falsch gefahren! Leck mich, ey! Okay. Das ist ja mittlerweile auch so ein großes Touristenziel. Vietnam? Dann, ja. Ist das so? Ja. Also ich höre ziemlich vielen Leuten, dass die nach Vietnam wollen oder schon mal da waren. Oh, krass, okay, weil... Das hat mich nämlich gewundert, aber also natürlich sind da auch einige Touris gewesen, aber es war jetzt nicht so mega viel wie zum Beispiel in Thailand, Indonesien. Da waren es viel, viel mehr. Nein, ich wollte zum Vordergegen fahren, Lachs machen. Ja, wollte ich jetzt auch wieder machen, schade. Also ganz so viele Touris, ich glaube so touristisch ist Vietnam gar nicht, aber man bezahlt wirklich für jeden Scheiß. Und dann habe ich mich tierisch darüber aufgeregt, dass man für jeden Scheiß in Vietnam zahlen muss. Dann komme ich nach Deutschland, Flughafen, habe ich da diesen Gepäck-Heinrich, weißt du, wo du deine Koffer reinhauen kannst. Ja. Ey, Deko, ich kick dich wieder nach oben. Ich war schon fertig. Ja. Wo du einfach nur dein Gepäck drauflegen kannst, damit du es nicht tragen musst, sondern nur von A nach B fährst, ne? Also so ein Schieber. Ja, kostet Eisgeld Geld in Deutschland. Kostet Geld? Kostet 9 Euro, um den zu benutzen. Den konnte ich in Vietnam einfach so benutzen. Krass, oder? Hast du dich also umsonst aufgeregt? Ja, dann dachte ich auch. Ey, beruhig dich! Was machst du denn? Hey! Also, rammt mich, ey. Digga, Hauptsache, er fährt nach unten. LOL! Digga! Ja, Profi. Nein, kannst du weg! Ey, alles richtig gemacht, Digga, alles richtig gemacht. Ja, Mann. Oh fuck, ich glaube, ich verkacke. Das heißt, ich muss langsamer fahren. Ich hab mir das Astart-Wort gerade gespart. Okay. Hast du das mitbekommen? Nee. Ich hab dich Bengel genannt. Oh, das ist so ein. Mit B angefangen und dann ist es zum Bengel geworden, statt zum Astart. Hast du ja irgendwie... Oh. Doch einen größeren Wortschatz, als ich dachte. Oh yeah. Okay, jetzt aber nochmal clean machen hier. Clean. Wow. Ja. Digga, das war aber nicht clean. Clean. Ja, habe ich zweimal clean gemacht. Wow, shit. Nein, Rico! Der erste war nicht clean. Nein, Rico! Ey, Marvin, verpiss dich! Nein! Hey, nein! Rico! Easy, erster! Das war aber gar nicht weiter. Get wrecked! Okay. Hey, was für gedrückt, du hast dich weggeballert, Lappen! Digga! Ja, siehst du, weil du gerackt wurdest. Ich fahr jetzt zurück. Ich habe dich gerackt, Marvin. Ich dich einfach weggerackt. Dein Leben ist vernichtet. Ich hab schon ganz vergessen, dass das Ziel schon war, Alter. Ich dachte, warum rammt der mich die ganze Zeit, der miese Wichser? Hä, wie gerammt? Du hast so Windschatten und so. Ich musste ganz nach oben fahren, musste mich irgendwie retten. Dann kommt du hast mich abgedrängt nach unten, Alter. Was für abgedrängt? Ich musste richtig hart nach oben fahren, Digga. Dieser Lachskopf. Digga. Ja, schreib die Geschichte, ich hab gewonnen. Du hast mich abgedrängt. Ja, also dann haben wir leider diese Folge so halb nur was über Vietnam gehört. Aber ich denke mal, die Toiletten-Stories, die können wir ja auf jeden Fall nochmal weiterführen. Ich bin scharf auf die Klo-Stories, Wirst du. Aber was die Muchachos, glaube ich, auch wieder haben wollen, am Glücksrad drehen. Das machen wir heute nochmal. Okay, da sind wir im Casino und Alter. Es gibt irgendwie so ein Maybach-Verschnitt mit Kuhlackierung. Okay. Ist so. Let's see, neben Böch das Ding, aber Klamotten würde ich auch nehmen, Muchachos. Wir drehen am Rad in 3, 2, 1, Klaus! Komm schon. Und? Ich glaube, wenn ich das Auto sehe, würde ich lieber Klamotten nehmen. Klamotten gewonnen! Oh.
Sexy, sexy. Goofy Neon Blätter T-Shirt ziehe ich an. Daddy ist jetzt auch da und Daddy möchte eigentlich nicht diese Milka-Kuh haben oder die normale Kuh. Ich gönne mir lieber Klamottis. Ich bräuchte auch mal wieder was Neues, auch wenn Santo Crapper natürlich ziemlich nice ist. Aber Klamotten können wir auch mal wieder gebrauchen. 3 zu 1. Ich hoffe, du gewinnst das Auto. Danke. Digga, ich habe hier ein ganz geiles anderes T-Shirt gefunden. Ja. Nämlich, warte, dieses hier. Ich habe übrigens 20.000 Jetons, da könnte ich mir ein T-Shirt kaufen. Wäre auch gar nicht so schlecht, oder? Ah, ich hab's gefunden! Goofy! Das sieht gar nicht so schlecht aus, Alter. Würde ich, wenn ich das in echt hätte, würde ich's tragen. Ja, dann gönn dir, Digga. Kann mir das irgendwer erstellen bei Spreadshirt oder sowas? Macht mir bitte ein Goofy Neon Blätter T-Shirt. Digga, das sieht echt cool. Das passt sogar zu meiner Sonnenbrille. Was hast du gewonnen? Geld, ne? Ich hab mir Geld geholt und hol mir jetzt Goofy Tech Steppjacke mit Verlauf. Digga, was ist los? Also, mit Verlauf, aber das dürfen sie nicht. Hallo. Habe ich sogar Santo Crapper noch an. Ist ja erst Frühlingsanfang. Da kann man nochmal so eine Jacke tragen. Ab Sommer wird die natürlich wieder in den Schrank gelegt. Aber Muchachos, Deko, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich will nur sagen, dass ich weiterhin sehr gespannt bin auf Marvins Klo-Stories. Ich möchte von Löchern im Boden hören und ich möchte einen ausführlichen, detaillierten Erfahrungsbericht von einer Arsch-Sauberspül. Blätter haben. Ich weiß nicht, ob ich dir den geben kann, aber dazu vielleicht beim nächsten Mal mehr, ne? Also, Muchachos, beim nächsten Mal mehr. Daumen nach oben, bis dann reingehauen. Ciao, Muchachos!